Willkommen zur neuen Wochenschau. Unsere Themen heute: Ausgrenzung der AfD bei Lehrerkonferenz, SZ erfindet AfD-Abgeordneten und CDU in Panikrhetorik. Worum streiten Sie derzeit mit den Lehrerverbänden? Nun, wir werfen den Lehrerverbänden vor, dass die AfD von der Bildungsdebatte, die gerade in Sachsen angelaufen ist, ausgeschlossen wird. Diese Woche findet eine Personalrätekonferenz von 4 Lehrerverbänden statt, zu denen Vertreter aller Parteien eingeladen sind, außer der AfD. Dazu kommt, dass diese Veranstaltung moderiert wird auf Einladung der Leiterin Politik vom MDR. Dass unsere Fraktion bewusst aus dieser Debatte herausgehalten wird, halten wir für demokratiefeindlich. Auf der einen Seite fordern gerade die Lehrerverbände immer wieder Toleranz, Offenheit, eine politische Debatte in aller Breite. Und dann sind es genau diese Lehrerverbände, die die AfD als starke Oppositionspartei ausschließen. Dazu muss man sagen, dass die AfD sich von Anfang an sogar sehr frühzeitig in die Debatte um die Bildungspolitik in Sachsen eingebracht hat, mit eigenen Vorschlägen zur Verbesserung der Bildungssituation, zur Verbesserung der Situation der Lehrer in Sachsen. Wir sehen durchaus auch Beispiele, dass es besser geht. Wir haben zum Beispiel in Brandenburg eine Einladung eines Gymnasiums zum Europatag an unseren Bundesvorsitzenden Herrn Jörg Meuthen. Dort gab es auch eine Debatte, ob es möglich ist oder notwendig ist oder vielleicht verboten sein soll, die AfD teilnehmen zu lassen. Man hat sich für die Teilnahme der AfD entschieden. Das ist der Weg, wie wir uns eine demokratische Debatte vorstellen. Und wir werden natürlich weiter auch in Sachsen Druck machen, dass wir aus Debatten nicht ausgeschlossen werden, gerade weil wir gute Vorschläge haben, wahrscheinlich sogar bessere Vorschläge als die Regierung. Wie bewerten Sie die Pressegeschichte des erfundenen Landtagsabgeordneten? Die Sächsische Zeitung trägt den Titel Lügenpresse zu Recht. Am Wochenende war eine Geschichte in der Sächsischen Zeitung, die wieder einmal zeigte, dass im Fall dieses Blattes der Titel zu Recht vergeben wurde. Im Text eines Politwissenschaftlers der Hannah-Arendt-Instituts Dresdens wurde ein Herr Thomas Göbel als Abgeordneter der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag vorgestellt. Dies anhand von Facebook-Einträgen, in deren Nazi-Vorwürfe erhoben wurden. Richtig ist nur, dass es einen Listenkandidaten Thomas Göbel aus dem Kreisverband Mittelsachsen gibt. Dem Autor ist offenbar nicht bekannt, welche Abgeordneten im Sächsischen Landtag tätig sind. Da der Beitrag nicht als Kommentar gekennzeichnet war, ist es der Reaktionspflicht, veröffentlichte Inhalte auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Andernfalls ist es zu unterstellen, dass die gute und sachorientierte Arbeit der sächsischen AfD-Fraktion im Landtag entweder fahrlässig oder bewusst diskreditiert werden sollte. Die AfD-Fraktion wird juristisch gegen diese falsche Tatsachenbehauptung vorgehen. Wieso werfen Sie der CSU diese Woche Panikrhetorik vor? Nun, wir hören aus den Reihen der CSU und CDU in letzter Zeit viele AfD-Forderungen aus den letzten Jahren. Und natürlich könnten wir uns freuen und sagen, endlich hat die Regierung verstanden, was getan werden muss. Endlich macht die Regierung das, was die AfD schon lange fordert. Wir sehen aber auch, dass diese Ankündigungen jetzt im Vorfeld von Landtagswahlen stattfinden. In Bayern steht im Herbst die Landtagswahl an, in Sachsen im nächsten Jahr. Und natürlich muss man, wenn eine Regierung jetzt mit plakativen Forderungen ins Geschäft geht, Herr Dobrindt spricht von der Anti-Abschiebeindustrie oder Herr Kretschmer, wie viele andere Landesfürsten, möchte jetzt Abschiebezentren, sogenannte Ankerzentren einrichten. Und wenn dann die Regierung sichtbar nichts macht, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass es hier um Wahlkampfgetöse geht und wir werden sehen, was in der nächsten Zeit aus diesem Getöse wirklich in der Realität wird. Wenn diese Abschiebezentren in den nächsten Jahren nicht entstehen, wenn diese Zentren nicht in der Lage sind, die Situation zu verbessern, dass tatsächlich mehr Abschiebungen stattfinden, dass Identifikation von unbekannt eingereisten Menschen stattfindet, dann wissen wir, es war nur heiße Luft, es war nur Wahlkampfgetöse. Und dass an dieser Stelle viel Gestaltungsbedarf ist, das wissen wir. Die Umfragen zeigen, über 80% der Deutschen sieht inzwischen den Staat überfordert mit der Bewältigung der Migrationskrise. Und dafür sind natürlich die Parteien verantwortlich, die jetzt mit großen Tönen durch die Medien laufen und so tun, als würden sie viel bewegen. Wir werden sehen, was in der Realität passiert. Wir werden als AfD CDU und CSU weiter vor uns hertreiben. Und ich glaube, die Menschen haben einen sehr genauen Blick dafür, was nur laute Worte sind und was wirkliche Taten sind.
Wie bewerten Sie die jüngsten Zahlen ausländischer Intensivtäter in Sachsen? Dies ist ein verheerendes Signal für das Sicherheitsempfinden der Bürger hier in Sachsen. Die Anzahl der schwerkriminellen Asylbewerber ist auf über 1400 Personen angestiegen. Ein verheerendes Signal für die Sicherheit der Bürger in unserem Freistaat. Diese alarmierende Zahl zeigt, dass innere Sicherheit im öffentlichen Raum, besonders in Großstädten, verloren gegangen ist und dass ein Kontrollverlust droht. Die Grenzöffner CDU tut so, als hätte sie damit nichts zu tun. Von den 1003 Straftätern sind besonders viele Gewalttäter aus Nordafrika und neuerdings, aber treffend durch die AfD-Fraktion vorausgeahnt, die Gruppe der Georgier. Sie nutzen ihre neue Visafreiheit, um Asylanträge zu stellen und gleichzeitig in Sachsen schwere Straftaten zu begehen. Die verfehlte Asylpolitik der CDU muss dringend korrigiert werden, um weiteren Schaden für die Bürger in Sachsen abzuwenden. Denn kriminelle Ausländer haben kein Bleiberecht, sondern Heimreisepflicht. Die AfD-Fraktion fordert die Einhaltung deutscher Gesetze, konsequente Abschiebungen, Wiedereinführung von Grenzkontrollen, Verstärkung der Polizeipräsenz im öffentlichen Raum und die Rückkehr zur Visumspflicht für Georgier. Die sogenannte Dieselaffäre schlägt nach wie vor hohe Wellen. Wie hält die AfD dagegen? Ja, das Dieselproblem ist ja im Grunde genommen ein Enteignungsproblem. Es geht darum, dass die Besitzer von Dieselfahrzeugen, egal ob sie Privatpendler sind oder ob sie Firmen sind, am Ende die ganze Zeche bezahlen müssen. Am Anfang hieß es, man muss neue Autos anschaffen. Jetzt wissen wir, okay, es kann eine Umrüstung geben, die ungefähr 5000 Euro kostet. Die Kosten trägt der Autobesitzer und nicht die Politik. Und dagegen machen wir als AfD natürlich mobil. Es kann nicht sein, dass die Politik unsere Autofahrer dahin führt, dass sie Geld in die Hand nehmen müssen für neue Autos oder eben auch für Umrüstungen, was sie ohne diese Politik niemals in die Hand hätten nehmen müssen. Und wir wissen, warum wir dieses Problem haben. Wir haben dieses Problem wegen unwissenschaftlichen Grenzwerten von der EU, die auch von der CDU im EU-Parlament beschlossen worden sind und die jetzt in Deutschland mit der Brechstange durchgesetzt werden. Umgesetzt wird diese Politik in Deutschland natürlich durch die Regierung, durch die Bundesregierung, CDU, SPD und in Sachsen auch durch die Landesregierung, CDU, SPD. Und weil die Landesregierung nichts gegen diese unsinnigen, unwissenschaftlichen Grenzwerte unternimmt, weil die Landesregierung nichts dagegen unternimmt, dass die Messstationen in Sachsen regelwidrig unmittelbar am Fahrbahnrand stehen, deswegen sagen wir rote Karte CDU. Und der Herr Ministerpräsident jetzt mit seiner Fanerklärung für den Diesel, die Anschaffung eines neuen Dieselfahrzeugs, wahrscheinlich auf Steuerzahlerkosten, das kann niemanden überzeugen. Wir brauchen kein neues Auto für Herrn Kretschmer, wir brauchen eine Entlastung der Dieselfahrer von den Belastungen durch die Politik. Die AfD wird in dieser Sache weiter mobil machen. Wir starten jetzt eine öffentliche Kampagne zur Sicherheit, Zukunftssicherheit für den Diesel, für die Dieselfahrer, damit die Kosten am Ende dort bleiben, wo sie hingehören, nämlich bei der Politik. Oder noch besser, wir wollen, dass diese Grenzwerte fallen. Wir wollen, dass in Sachsen flächendeckend gemessen wird und nicht am Fahrbahnrand, damit dieses Problem überhaupt nicht vorhanden ist. Liebe Zuschauer, bleiben Sie interessiert. Wir kämpfen für Sie. Bis nächste Woche.